Alter Vater, jetzt hab ich den ganzen Winter verpennt. Kann man das so sagen? Ich glaube schon. Ich hab jetzt den ganzen Winter verpennt. Es ist März, ihr Lümmels. Warum jetzt das Ganze? Ich hatte gerade schon eine Aufnahme gemacht und ich habe also so viel Mist und Scheiße geschrien, habe ich ja schon lange nicht mehr. Aufträge, die verbuggt waren. Ich bin hier zum großen, groß angelegt, mit heroischen Zielen, habe ich gedacht, so, jetzt gehst du pflügen. Und ich war mit so einem gelben, komischen, tiefen Pflügegerät unterwegs, habe mir noch ein Gerät ausgeliehen für den Helfer und es hat nicht funktioniert. Komplett verbuggt. Katastrophe. So. Jetzt habe ich dann durchgeskippt. Es gab keine weiteren Aufträge. Es gab keinen Cash. Und jetzt habe ich einfach den Papp aufgehabt. Wir sind im März. Wir haben jetzt hier die nächste Wachstumsphase. Und meine große Frage die ganze Zeit war, was mache ich denn mit dem Cash? Denn wir konnten ja endlich Cash machen. Wir konnten ja tatsächlich ein bisschen Geld verdienen. Im letzten Livestream. Und jetzt haben wir März. Und das heißt, wir haben verschiedene Baustellen, die wir jetzt bedienen. Zurzeit keine Lohndienste. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Doch, hinzufügen. Doch, kommt da noch mehr? Oh mein Gott, ich kann düngen, was das Zeug hält. Ich kann ja düngen, was das Zeug hält, Alter. Und ich hab einen Dünge. Oh mein Gott, ich kann dauerdüngen. Das ist ja krass im März. Ich kann ja nur noch, ich bin ja komplett auf am, ich dünge jetzt nur noch. Und da macht dann natürlich auch einer von euren Kommentaren Sinn, vielleicht das Gerät ein bisschen weiter ausbauen, damit ich eine breitere und mehr Dünger verwenden kann. Okay, das halten wir natürlich schon mal fest. Das ist ja krass. Was ist noch wichtig? Wir hatten ja im März, war da nicht der beste Preis für Honig? Februar war er schon. Nee, doch März, noch höher. Der ist jetzt. Also, heute Honig verkaufen und das machen wir als erstes. Wo ist der Preis? 1137 bei der Müsli-Fabrik. Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Markierung setzen. Hier steht er rum. Da steht der Traktor. Ab geht er. Mann. Das waren jetzt Monate der Untätigkeit. Aber es ging auch nicht anders. Also ich habe hier tatsächlich, es war so dermaßen verbuggt, ne? Ich konnte mit diesem tiefen Grubber, der ja Teil des Auftrags war, den habe ich ja extra ausgeliehen. Und ich, oh, was passiert da? Warum rollt das Ding hier auf einmal weg? Ey, mach keinen Scheiß. Ey, hör auf zu rollen. Warum rollt denn jetzt auf einmal hier hör auf zu rollen, du Ding. Warum rollt denn der auf einmal? Und wie kriege ich den jetzt dran? Da war das Zeichen. Komm. Da, warte, hier. Jetzt. So. Das ist ja ein Ding. Ja, auf jeden Fall komplett verbuggt. Und da schon meine Frage. Ich habe die Aufnahme gerade gelöscht. Alter, das war alles Katastrophe, ne? Gibt es solche Bugs? Sind solche Bugs im Game einfach da? Wisst ihr das? Gerne in die Kommentare schreiben. Gibt es einfach immer wieder irgendwelche Bugs, die das Ganze sehr sackgängig machen? Wie zum Beispiel das mit dem... kriegen wir das nicht noch hinten drauf, Alter? Mit den Feldern. Ich leihe mir eine Maschine aus, die jetzt nicht klassisch ein Pflug ist. Ich zeige die mal eben. Dann wisst ihr das wahrscheinlich besser. Anhänger. Tiefenlockerer, genau. Das Gerät war dabei. Das Gerät war im Auftrag dabei und damit konnte ich nichts machen. Ich vermute, weil ich zwei Aufträge gemacht habe. Der eine Auftrag damit, der zweite Auftrag mit einem klassischen Pflug.
Denn mit dem zweiten Auftrag, mit dem klassischen Flug, konnte ich das machen. Es war allerdings Feld 70 hier unten. Wo ist es? Hier ist es, genau. Feld 70. Und das mache ich ja nicht mit dem klassischen Flug. Da bin ich ja 3 Wochen unterwegs. Und mit diesem größeren Gerät habe ich gedacht, super Dingen. Ich mache 2 Aufträge, 54 und 70. Fahre mit beiden, mit dem Helfer und mir selbst, die großen Dinger schnell weg. Tja, war leider nichts. Es ging die ganze Zeit nicht. Es kam immer die Meldung, nein, ist dafür nicht gedacht. Guck mal, hier ist die Markierung. Hier ist die Müslifabrik. Das ist nicht so weit. Das ist gut. Mal eben hier rüber. Ja, ich gucke jetzt mal, ob ich noch den Honig hier aufgeladen bekomme. Und dann gib ihm was. So, Spanngurte ab, Spanngurte drauf. Eine Kiste fehlt, passt schon. Aber damit brettern wir jetzt los. Ab zur Müslifabrik. Das ist meine Jahres-, na nicht ganz, meine Halbjahresernte Honig. Und da muss ich ja sagen, das ist schon ziemlich cool, ey. Mal gucken, wie viel da jetzt hängen bleibt. So, und dann kommen wir hier so langsam an. Alter, hier ist ja richtig City schon, ey. Bei der Müsli-Fabrik. Abgefahren. Genau, da vorne müssen wir hin. Jawohl. Vorsicht, schwer beladen. Und kann ich das jetzt hier einfach hinschmeißen oder was? Ja, ich glaube schon, ne? Alter, der nimmt sich die schon runter. Der nimmt die schon runter. 6.000 Einnahmen und eine Strafe von 500 für Umwelt, was auch immer. Also, 5.000 noch was an Einnahmen. Wir sind bei 120.000. Und ja, das ist richtig nice. Denn damit habe ich bald alle Werkzeuge, die ich brauche, um schön kontinuierlich Gras abzuernten und Silage zu machen. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich das Ding hier zwischen schön quetsche wieder. Denn dann kann ich da, komm, zieh. Dann kann ich mich da genau... Alter, das ist ein bisschen tricky. Er hat letztes Mal schon so schwierig nur geklappt. Aber es klappt, ich weiß es. Dann kann ich mich hier den Hänger stehen lassen. Ja, perfekt. Dann lasse ich den nämlich hier stehen, direkt neben den Bienen. Jo, lasse ich hier schon so stehen, ne? Zack. Und dann können wir hier schön, wenn die nächsten Kisten Honig fertig sind, nämlich direkt wieder aufladen. Im Moment brauche ich den, ich glaube, für nichts anderes. So, jetzt das andere Ding. Ich pimpe mein Spritz- und Streuanhänger hier mal. Oder ich guck mal, was das kostet. Dafür müssen wir den natürlich mal eben anhängen. Ich mache den auch mal voll. Wenn da so viel Düngeaufträge jetzt drin sind, das ist ja krass Anfang des Jahres. Dann macht das natürlich Sinn. Und dann muss ich natürlich gucken, ich kann mein eigenes Feld abernten. Ich kann mein eigenes Gras abernten. Plus, und das machen wir auch noch heute, die gesamte Area ringsherum und alles kompletti geht wieder in das Silage-Ding da rein, in das Fahrsilo. Also es gibt viel zu tun heute. Gras abernten, alles ringsherum, alles hier in das Fahrsilo rein. Immerhin noch ein bisschen mehr Cash machen. Und im Idealfall holen wir uns, wenn die Kohlen noch stimmen, noch eine Fast Bale. Und dann lübt doch der Lachs. So, ist das denn jetzt hier überhaupt richtig? Ich weiß gar nicht, wie das geht. Muss ich jetzt... Hoppala. Musste ich hier überhaupt hin? Hier muss ich auf jeden Fall hin, um mehr Dünger aufzunehmen. Wenn wir hier schon gleich ins Düngen gehen oder im nächsten Stream, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall gibt es ja Düngeaufträge ohne Ende. Aber da muss das ja auch flippen, ne? Fahrzeughändler. Wie? Ach, warte, hier ist ja dieses Garagenzeichen. Hier ist das Dingen. Auswählen. Verkaufen, Kombinationen, konfigurieren. Ja, toll. Nee, das wollen wir nicht. Zurück. Händler, Fahrzeugoption öffnen. Ist das das hier? Oh, vielleicht ist es das hier. Alter, ich renne hier rum wie so ein Otto und gucke mir das alles an.
Gucken wir mal. Fahren wir mal eben rein hier mit der Maschinke. Da muss doch irgendwo hier gehen, ne? So, komm mal ran. Schön beides rein. Nö, eigentlich nicht beides, ne? So, egal. Steht beides drin. Und jetzt? Ja! Yeah. Und jetzt kann ich hier... Oh, ich kann reparieren. Auch gut. Oh. Aus 2000. Den nutzen wir aber noch ein bisschen ab. Wann würdet ihr reparieren? Klassische Frage, die ich auch woanders her kenne. Wann reparieren? Ich würde sagen, ich lasse das nochmal so ein bisschen schön weiter verschleißen. Und das Teil können wir jetzt aber hier konfigurieren. Das ist gut. Ja. Und jetzt könnte ich hier einen größeren Aufbau machen. Das kostet gar nicht so viel. Pflegebereifung ist drauf. Streuteller. 6 Meter Streueinheit. Kostet 8000. Kostet mich insgesamt 9000. Ich mache das trotzdem. Durch die ganzen Aufträge, die jetzt kommen. Alter Falter, ey. Das mache ich jetzt. Kostet 9300. Ich hocke da gerade vor. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht so schlecht, ne? Konfiguration. Ja, dann kann ich hier richtig super spreadern. Naja, bei den ganzen Aufträgen. Konfigurieren. Für 9300. Ja, das ist jetzt das Riesengerät. Das ist jetzt... Alter. Okay, jetzt wird hier gedüngt, Alter. Jetzt wird hier gedüngt. Und gleichzeitig kann ich auch kalken. Boah. Komm mit, Alten. Fahrt Anhänger zu schwer für meinen kleinen Traktor. Das wär's, ey. Warte mal ab, ey. Komm, häng dran, das Ding. Hat doch Rollen. Das rollt schon. So. Ich brauche Dünger. Es wird gedüngt. Ihr Lümmels, es wird gedüngt. Ich habe hier gerade mal reingeguckt, ne? Guck mal, hier ist so ein Krone-Teil, ey. 60% Rabatt, aber... Das hat kein Ballenwickeldingen. Ich will ja Ballen wickeln. Ah, vielleicht kommt ja noch irgendwas rein. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Hier, Bags. Und dann brauchen wir Mineraldünger. Kostet 1900 für 1000 Liter. Hatte ich, glaube ich, letztens schon gefragt. Zurück. Und das ist 1800. Wir nehmen nicht den Schweineverein. Wir nehmen dann den hier. Ja, kostet genau das gleiche, ist auch Mineraldünger. Und ich weiß nicht wie viel, ne? Kann ich das konfigurieren? Naja, kaufen. Wie viel nehmen wir? Achso, hier ist Anzahl. Perfekt. Ich habe keine Ahnung, wir nehmen mal 6 Stück für 10.000. Jo. Jo, dann nehmen wir mal, kaufen. 10.000. Will ich eigentlich nicht, aber was Mutter hat Mut. Und jetzt steht das da alles und wir laden das Ding voll. Düngerstreuer anschalten, nein. Aber ich muss hier mal eben absetzen, ne? Ja! Geil, Alten! Dir das mal an, ey. Alter, was er dann hier rumstreut, ne? Krass, krass, krass. Entladen nicht. Wo ist denn, kann ich das nicht abdecken oben? Automatisch ausbringen, deaktivieren, Stickstoffwert und so was alles ändern. Da, warte mal. Da war. Oh ja. Oh, es klappt automatisch auf. Wie krass. Auffüllen mit R. Und es füllt sich jetzt hier schön Stück für Stück auf. Jawohl, mal gucken, wie viele Säcke reingehen. So, ein nach dem anderen. Wir machen das richtig schön voll. Ich hoffe, da geht einiges rein. 100.000 haben wir immer noch. Ich fühle mich gerade sehr entspannt, muss ich sagen. Da ist ordentlich Kohle drin. 100.000 und es sind so viele Aufträge, ne? Gerade durch den, also ohne Witz, ne? Durch den Winter, ey, das hat mich schon fertig gemacht. Ich habe mir so Gedanken gemacht, was kann ich machen? Was für Möglichkeiten gibt's? Dann waren keine Aufträge drin. Dann hat das mit dem Flügen, hat mich so geärgert. Mann, 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 Mann.
Das war aber echt nicht gut, ey. So, und jetzt hier alles wieder schön. Ich kann jetzt gleich erstmal Aufträge machen. Da würde ich sagen, das machen wir aber schön entspannt. Besser vielleicht im Livestream. Wenn du Bock hast auf dem Livestream. Schön dienstags, donnerstags und sonntags. Immer mal wieder schön nach Russian Fishing 4 geht es dann rein hier auf dem Acker. Und ja, Attacke Vollgas, ne? Jeden Tag ab 19 Uhr im Livestream. Und zwischendurch dann natürlich auch immer wieder hier mit dem LS weiterkommen. Und natürlich demnächst dann auch mit dem LS25. Da geht es dann richtig rein. Da habe ich auch Bock drauf. Ja, nächster Schritt. Ich mache jetzt als erstes das mit der Silage fit. Da vorne sehen wir schon das Fahrsilo. Alter, da hinten ist mein Hof, kunterbunt. Ja, voll gut, ey. Sag mal, gab es nicht eigentlich irgendwo so eine Möglichkeit, die ganzen Geräte irgendwie umzuspritzen? Dass man, ich wollte gerade sagen, weil das da hinten so kunterbunt rumsteht, kann ich das nicht irgendwie anpinseln? Da gibt es doch bestimmt irgendwelche Mods für, oder? Irgendeine Anpinsel-Mod? Muss es doch geben. So. Jetzt müssen wir hier schön Platz machen. Denn ich muss jetzt hier alles, was hier so an Gras wächst, alles einsammeln. Das ist ja hier nicht mehr mein Acker. Wir stehen quasi die ganze Zeit beim Nachbarn auf dem Grundstück. Ist das jetzt ein Gerät, ey? Pimp my Düngespritze, Alter. Jawollo. Und abkippeln. Ja, perfekt. So, nun geht das los. Nun geht das los hier. Ich schnapp mir jetzt den Meer. Ich schnapp mir jetzt den Fangkorb sozusagen da hinten dran. Fahre ich da richtig ran? Ja, ich glaube schon, ne? Ja. Der kommt jetzt vorne dran, der gute Pöttinger. Das andere Gerät kostet... Oh, Alter, soll ich mir das erst noch holen? Das andere Gerät... Mähtechnik vom Pöttinger. 75.000, ey, das ist zu viel. Nein, nein. Ich meine, ich könnte mir das holen, ne? Wäre ein Schnäppchen. Ich hole mir das einfach. Abwarten. Ich hole mir das Teil und gut ist. So. Das können wir schon aufklappen. Dann kommt hier direkt der Anhänger dran. Alter, ich hab Bock, ne? Ihr könnt euch das nicht vorstellen, ne? Ich hab da richtig Bock drauf. Ich hoffe, das klappt jetzt hier auch alles. So. Beides senken. Steuerung V. Macht er? Macht er. Beides anschalten. Steuerung B. Ist er an vorne? Ja, vorne sieht das schon so aus. Und hinten auch. Geil oder geil? Richtig geil. Und jetzt geht das los hier. Ich nehme alles mit. Vor allem hier beim Nachbarn, ne? Ja, ist nicht dein Land, ich weiß. Lirum larum. Komm, sei mal nicht so. So. Ich nehme jetzt erstmal alles mit. Schön einmal am Rand entlang fahren. Alles mitnehmen an Silage. Das Ganze läuft ja jetzt hier. Ah, da muss ich gleich nochmal drüber. Das Ganze läuft ja jetzt hier. Na komm. So, so geht das. Im 2-Monats-Rhythmus. Das bedeutet, ich kann jetzt hier 2 Monate lang... Nee, alle 2 Monate ernten, ne? Das Gras ernten. Oh, Alter, ist das auch noch mein Land? Das ist auch noch mein Land. Ich fahre hier unten lang, ne? Kommt da was bei rum? Nee. Nur Büsche und Bäume hier. Also, alle 2 Monate ernten, weil das Gras dann wieder ready ist. Und das machen wir natürlich auch. Muss nochmal eben hier rüber. Das machen wir natürlich auch, ist doch klar. Schön am Rand entlang. Er nimmt alles mit. Ich fahre ja hier eh noch ein paar Runden. Jetzt ist aber... Hahaha, jetzt geht schon wieder los, ey. Jetzt geht er schon wieder los. Wie mache ich das denn mit dem Silo?
Wie lange braucht denn das Silo, das Fahrsilo? Hoppala. Wie lange braucht denn das Fahrsilo, um ready zu sein? Oh, jetzt geht's schon wieder los, ne? In einem Moment denkst du dir, boah, geil, Alter, jetzt lübt der Lachs. Und im nächsten Moment denkst du, ja, nee, doch nicht. Wie lange braucht das Fahrsilo, um ready zu sein? Das heißt, braucht das auch nur 2 Monate? Ich glaube, das braucht 3 oder 4 Monate, ne, die Silage. Bis die ready ist? Uff. Da waren sie wieder, die Probleme des Alltags. Die keiner erahnen konnte. Mann. 50? Nee. 30% gefüllt. Einfach nur durch Seitenstreifen. Ich bin schon ganz zufrieden. Ja, warum ist das jetzt wiederum wichtig? Ist ja klar. Wenn ich jetzt hier abernte und in 2 Monaten ernte ich wieder ab, weil das Feld wieder ready ist, dann muss ich das ja irgendwo hin tun. Wenn ich das also nirgendwo hin tun kann, weil, also dann müsste ich ja das Gras verkaufen. Und das will ich ja nicht. Ich will ja Silage daraus machen und die fetten Kohlen für die Silage haben. Oh, Alter. Also ich sag mal, irgendwann später, ne, ist das wahrscheinlich alles shitty goal, ne? Weil du hast einfach Auslagerungskapazitäten oder. Aber jetzt im Moment, ne, fühle ich mich von ganz vielen Sachen einfach so komplett überwältigt, wo ich mir dann denke, nee, Alter, wie soll ich das denn machen? Ist so, ey. So, erstmal hier schön die Umrandung nochmal alles mitnehmen, was so geht, ey. Bin jetzt hier bei 55. Passt das? Ja, passt so, ne? Jetzt fahren wir mal eben andersrum die Kurve. Damit ich gleich wieder hier schön an der Geraden vorbei mähen kann. Ja. Und schön hier am Fahrsilo entlang. Sauber. Jawohl. Schön. Sauberen Kantenschnitt. Apropos, ich könnte auch mal wieder, ne? Ja, könnte mal wieder. So, gerade lang. 60%. Hier liegt schon ein bisschen was. Das nehmen wir auch noch mit. Und jetzt geht's hier wieder rein auf den eigenen Acker. Mann. Mein erster eigener Rasenschnitt, ey. Ist jetzt nicht so verkehrt, ey. Ist nicht so verkehrt. Ich muss natürlich gucken, dass ich alles schön mitnehme. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das gleich mache. Ich glaube, danach müsste man... Irgendwas muss man machen. Was war mit diesen ollen Walzen? Also das mit den Walzen habe ich auch noch nicht so ganz kapiert. Irgendwie soll man doch mit dem Gerät, was ich habe, einfach nur drüber walzen und gut ist. Soll doch reichen. Oh, da muss ich auch noch mal eben lang. Warte mal. Zum Glück mähe ich beim Nachbarn nicht, ne? Sonst gäbe das echt mega, ey. So, rüber. Schön an der Kante entlang. Jeden Löwenzahn aus der Ecke rauspulen. So, jetzt ziehe ich hier aber durch, ne? Jawollo. So, was sagen diese? Wir sind hier bei gleich 90%. Nur, das sieht doch schon ganz vernünftig aus. 90%, das Ding mache ich doch bestimmt nochmal komplett voll, Das Ding wird auch noch bestimmt komplett gefüllt. Also ein weiteres Mal. Ja. Das heißt, ich habe dann 2 komplette Hänger, die dann zur Silage gemacht werden. Das schmeckt. Das schmeckt. Guck mal, hier sind so ein paar Ecken, die fehlen. 99, 100. Bitte heben.
Dann ausbringen hier, also schön verteilen im Fahrsilo. So, vorsichtig. Wie war das mit leeren? Mähwerk abschalten? Ne, das ist jetzt hinten. Anschalten, Helfer. Muss ich den anschalten? Ladewagen anschalten? Achso, hier abladen, da ist es doch. Steuerung I. Also, Steuerung I. Nicht so schnell. Rüdiger. Ob das so gut war, Alter? Ob das so gut war? Du judge mich mal nicht so hart, Alter. Ich mach das zum ersten Mal. Ach, Alter, ich sehe ihn da schon wieder. Guck mal, hier ist so direkt schon Verdichtung. Ich sehe euch da doch schon wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagen. 11% Verdichtung. 14%. Muss ich das erst verdichten? Nee, ich mähe erstmal noch weiter. Ich mähe erstmal noch weiter. Und dann verdichten wir weiter. Erstmal wieder senken. Zack, zack. Vorne, hinten. Beides aus, beides an und weiter geht's. Jetzt machen wir erstmal den Rand wieder.
Mann, ich komme mir aber echt vor wie so eine Rabenmutter, ne? Ich mähe hier meinen geliebten Acker und irgendwie mag ich ihn nicht, ey. Mann. Der ist aber auch so komisch, krumm und schief und dann ist das hier so schräg und so appe Ecken und dann fährst du hier die ganze Zeit wie so ein Dulli im Kreis und dann ist das wieder unegal. Mann, ist das nervig, ey. Also guck dir mal die Bahn an, die hier auch schon wieder gefahren wird, ey. Das ist ja ein modernes Kunstwerk, was ich hier an Strecken hingezwiebelt habe wieder. Unnormal, also ohne Witz. Das werde ich auf jeden Fall abgeben, das Feld. Oder, naja, ich werde das einfach zumähen, zubauen und gut ist. Weg mit dem ollen, mit der Wiese hier. Hier kommt einfach komplett Firmengelände sozusagen drauf. Und daneben, das schön quadratische, da kannst du auch mich einfach mal drauf lassen. Das kriege ich gerade noch geschissen. Aber alles andere ist ja Katastrophe. Hier, schön gerade Bahn ziehen. Aber das hier... Mann, was für eine Qual, ey. Was für eine Qual. So, das auch noch mitgenommen. Jetzt gucken wir mal, ob wir das Fitzelchen hier auch noch hinkriegen. Ohne, dass die Meldung kommt, ich darf nicht. Ja, kriegen wir auch noch. Kommt dann eine da auch noch. Und dann ist die Karre hier komplett voll. Dann habe ich jetzt hier zwei... Ja, wir sind bei 54. Also 2,5 LKW-Ladungen Silage habe ich dann jetzt hier drin. Das ist doch gar nicht so schlecht. Und die wird dann jetzt hier noch schön ein bisschen platt gemacht. So, da hinten ist alles. Jawohl. Und dann haben wir das. Boah, ey. Das ist nicht schlecht. Steuerung V, alles heben. Vorne, hinten. Jawohl. Und jetzt fahren wir da nochmal schön drüber. Und dann muss das platt gemacht werden und gut ist. Ja, Frage an dich nochmal. Muss ich hier, brauche ich vielleicht ein zweites Fahrsilo? Ich fahre hier einfach mal voll drüber. Mit vollem Gewicht. Brauche ich ein zweites Fahrsilo? Und könnte dann somit die im Wechsel sozusagen befüllen? Während das eine dann voll ist und dann ist das andere voll? So in der Art? Geht das so? Macht man das so? Oder reicht das mit einem Fahrsilo? Und ich mache vielleicht die nächste Grasernte vielleicht dann doch erst in 3 Monaten. Dadurch ist das Gras dann nochmal eine Stufe reifer. Sozusagen, ja, müsste es ja dann. Und ich ernte es quasi erst dann nochmal ab. 35% verdichtet. Boah, ey. Ja, das ist die große Frage. Später irgendwann ist das alles erstmal wurscht, ne? Also dann werde ich das Fahrsilo wahrscheinlich eine ganz lange Zeit gar nicht mehr gebrauchen, weil ich, keine Ahnung, vielleicht stelle ich da meine Ballen da rein oder was, weil ich dann eben die Ballentechnik habe. Dann ist das ja wurscht, ne? Guck mal, wie sich das hier schön verteilt alles. 46%, na guck. So, haben wir hier vorne schon mal alles schön platt gemacht. Jetzt muss ich gleich den hinteren Bereich nochmal platt machen. Aber ich glaube, mit den Zusatzgewichten hier gerade drauf ist es gar nicht so schlecht. Geht relativ flott. Vielleicht sollte ich mich gleich nochmal auf die andere Seite richtig stellen, nochmal andersrum fahren. Und was wir beim letzten Mal ja auch schon, was ich beim letzten Mal schon gemerkt hatte, dass ich auf jeden Fall besser, also mehr die ganze Strecke hier durchfahren muss. So, komplette Länge. So, das wirkt irgendwie besser, wenn man eben, guck mal, 59. Wenn man eben die ganze Bahn lang fährt, bringt das halt alles komplett Prozente. Jetzt frage ich mich gerade, hinter mir ist die Map gerade offen. Da sind Bereiche gelb, da sind Bereiche grün. Ertrag. Oh, ist das vielleicht wieder... habe ich da vielleicht schon wieder mein Feld zu sehr beansprucht? Zum Teil schön rübergefahren, alles im grünen Bereich. Die Hälfte, würde ich sagen, ist schon wieder im gelben Bereich, weil zu sehr beansprucht. Das kann natürlich sein, ne? Da gibt es schon wieder die Öko-Klatsche, ich sage dir. So, komm, nochmal weiter drüber. Und danach muss ich ja nochmal abladen. 73% verdichtet, 75, 76. So, 77, jawollo. Das sieht alles gut aus. Ich bin ganz zufrieden. Wir haben hier über 30.000 Liter. 80, 82. So, ich lasse das jetzt nochmal ab hier, schön mittig. Steuerung L.
Ne, Steuerung I. Läuft. Schön raus damit. 50, 50, ja, passt schon. 17%. Einmal hier quer rüber. Tippitoppi. Lass natürlich alle Geräte drauf. Und fahre jetzt damit noch ein paar Mal drüber. Und dann ist das hoffentlich gleich fertig. 98, 99, 100. Jawollo. So, schön drüber. Während des entspannten Plättens habe ich mir schon gerade gedacht, ja, ich könnte ja auch theoretisch hier einfach meine Ballen einfach reinschmeißen oder einfach auch mein Ballenlager hier machen und die dann irgendwann erst verkaufen, wenn die Preise wieder gut sind, im Winter. Aber ich habe halt noch keine Ballen, ne? Ich mache das jetzt erstmal wieder so, deck das jetzt hier ab. Zack. Es fängt an zu gären. Schön, Geru startet. Und das alles wird jetzt erstmal wieder sauber gemacht. Das Feld könnte man jetzt... Oh, das müssen wir nochmal eben gucken. Das Feld abgeerntet. Und ich meine, man könnte das jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, einmal nochmal walzen. Mit meinem Walzstriegelgerät, was ich da habe, was das halt gleichzeitig macht. Wenn das so ist. Ich hoffe, das ist so. Gut sauber machen. So, Anhänger ist sauber. Schlepper hat gar nicht so viel abgekriegt. Oha. Das hat aber einiges hier abgekriegt. Der gute Pöttinger Frontschneider. Jawollo, fertig. So, der erste Honig des Jahres ist auch schon wieder da. Perfekt. Ich stelle das mal eben so ab. Zack. Wir sind auf Front. Oh, erst einklappen, okay. So, zack und abstellen. Dann das Gerät muss auch noch... Ey, 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 mach das nicht kaputt. Das ist gerade frisch geputzt. So, das kommt auch noch zur Seite. Perfekt. Ja, und jetzt, wie gesagt, an für sich hier nochmal drüber gehen. Und damit sollte das dann direkt wieder eine Wachstumsphase haben oder so. Ich gucke mir das mal eben an, wie das danach aussieht. Hoppala. Der war schön mit Schwung. Also, wie sieht das aus? Das müsste sich ja auch theoretisch auf dem Feld, müsste sich das ja bemerkbar machen. So, ein bisschen zur Seite. Wenn ich das jetzt hier senke, muss ich das anschalten. Abdeckung öffnen. Nee, das war nicht wichtig. Striegel abschalten. Doch, es ist an. So, der zieht jetzt hier durch. Und striegelt. Und ein Striegel nimmt ja eigentlich die... Nimmt ja eigentlich das Unkraut raus. Und irgendwo muss man das doch sehen. Aha. Und da sehen wir es auch. Wir haben abgeerntet markiert und in Wachstum in dem Bereich, wo ich da drüber bretter. Das heißt, wir sind automatisch eine Stufe weiter. Also doch. Wachstumsstufe 1. Keine Wachstumsstufe, abgeerntet. Also striegeln mit dem Gerät. Affengeiles Gerät. So muss das doch sein. So, und weil das natürlich eine Fleißaufgabe ist, kann das natürlich schön der Helfer machen. Denn der kriegt das zumindest präzise hin. Und ich, Otto, ich schaff das ja eh nicht. Der weiß wenigstens, wie das geht. Ich hoffe, der kriegt das hier hin. Oh, da hinten mit dem Vorgewende, das wird wahrscheinlich nichts. Da muss ich wahrscheinlich gleich mal langfahren an den Gewächshäusern.
Und dann ist das hier, guck mal, alles schon Wachstumsstufe 1 sofort wieder. Und hier gerade abgeerntet. Das ist doch geil. Das ist doch geil. So soll das sein. Ja, ich werde, glaube ich, mal eben gleich den Rand hier mal eben lang fahren. Der wird gleich bestimmt sagen, geht nicht. Oder? Weißt du was, wir machen das trotzdem mal eben. Helfer mal eben entlassen. Ich fahre da mal eben lang. Genau. Einmal am Rand und am Silo. Und wenn das einmal, oder wenn da mal so zwei Streifen sind, dann ist das hier gut. So. Ich glaube, ein Streifen reicht vielleicht schon. Runter damit und gib ihm. Ja, sieht auch gut aus. Jetzt ist das Vorgewende komplett gefahren. Und das heißt, ich werde es hier einmal den Helfer wieder reinsetzen, weil er es, wie gesagt, so richtig schön präzise macht. Feld nicht gefunden. Na komm, jetzt willst du aber, oder? Hier. Nee, findet er hier jetzt nicht. Das ist ja geil, Alter. Findet er bestimmt gleich. Ich fahre ihn nochmal an eine andere Stelle. So, und die letzten Schnipsel hier mal wieder. Mann, Mann, Mann. Ja, das mit dem Helfer hat leider nicht so ganz geklappt. Das ist natürlich ärgerlich. Das heißt, ich musste das Ganze jetzt hier gerade nochmal eben selber machen. Aber ohne Witz, Alter, das sieht jetzt hier wieder richtig gut aus. Das ist jetzt hier ein Feld, was komplett in Schuss ist. Und wie gesagt, ich habe halt die nächste Reifestufe schon sofort erreicht. Das bedeutet, in der Regel, also es müsste jetzt ein, zwei Monate spätestens, müsste es doch schon wieder richtig gut sein. Das heißt, ich kann sofort wieder hier abmähen und es passt alles wieder tippitoppi. Das ist natürlich der Hammer. Das ist der Hammer. Wenn das jetzt so ist, ist das alles schön und dann können wir so weitermachen und ratzfatz eben auch hier unsere Silage deutlich schneller fertig haben. Ja, im Idealfall mache ich das natürlich dann demnächst auf einem anderen Acker. Und zwar da hinten auf diesem schönen quadratischen. Und das Ganze hier, das werde ich hier schön zukleistern. Vielleicht noch ein Silo. Da muss ich mal gucken, ob sich das lohnt. Zweites Silo. Und ansonsten kommt vielleicht hier nochmal eine Reihe oder zwei Reihen Gewächshäuser hin. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Das war jetzt aber auch erstmal genug für heute. Das war ja wirklich ein Auf und Ab. Ich sage dir, vor allem mit dem Bug, mit dem Winter. Was war das da mit dem Winter? Die ganzen Aufträge quasi fürs, wie heißt es denn? Pflügen heißt es. Genau, die großen Pflügeaufträge. Absolute Katastrophe, dass das nicht geklappt hat. Mann. Aber so ist es nun mal. Jetzt haben wir hier Silage gemacht. Wir haben über 100.000 Ziel erreicht. 2,5 Hängerladung voller Gras sind im Silagebunker im Fahrsilo drin. Zack. Es hat einiges jetzt dann doch wieder richtig gut geklappt. Und was mich halt am meisten freut, dass man eben hier jetzt auch schön sieht. Zack. Jawohl. Wachstumsphase 1 von 3. Und theoretisch, wie war das? Hatte ich mir aufgeschrieben. Wachstumsstufe 3. Da wird es. Genau, Wachstumsstufe 3, da wird es geerntet, also 2 Monate jetzt noch weiter und dann können wir direkt wieder ernten. März sind wir, April, Mai wieder ernten. März haben wir jetzt geerntet, Mai, Juli, Juni, August, September, Oktober und November. Fünfmal können wir dann so auf der Art, in der Art, 5-mal ernten. 5-mal Rasen mähen. Das ist krass. Das ist richtig nice. Und ja, so soll das natürlich sein. Und wenn dann natürlich genug Cash da ist, kommt der zweite Mäher dran und direkt die Ballenpresse. Aber das werden wir wahrscheinlich dann erst zusammen haben im nächsten Livestream oder nach dem nächsten Livestream, wenn es dann reingeht. Guck mal hier, alles picobello gemacht. Komplett in Wachstum. Yes, hervorragend. Wenn es dann in die Aufträge geht und dann wird gedüngt, Alter. Dann wird gedüngt. Aber
gottlos wird gedüngt. Komplett alles. So. So viel dazu. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Das gefällt mir mega und hilft mega. Und dann sehen wir uns im Livestream oder im nächsten Video. Bis dahin.